Ich habe euch gesagt, ich mache noch eine Aufnahme. Die haben ja schon mal, du hast gesagt, man kann ja in jedem Moment entscheiden. Und die Scheiße finden wir zu gut finden. Ja, habt ihr recht, ja. Habt ihr vollkommen recht. Ja, habt ihr vollkommen recht. Ja, weißt, wenn man noch nicht erfasst hat oder wahrgenommen hat, ich bin ja schon Sung schon. Eigentlich wollte ich ja nur noch Sung schon sagen, aber hey. Nee, ja, ich sehe halt ein bisschen hier nicht so. Sagen wir so. Ich habe ja von Reinigungsprozess, der Reinigungsprozess des Körpers, habe ich ja erwähnt, dass es sich wiederherstellen muss, wieder reinigen muss. Und wie lange, man sagt ja, so lange, wie du das durchgeführt hast, so lange braucht es auch wieder in Ordnung zu bringen. So, Faustregel. Aber ich bin der Meinung, dass man das in der Hälfte der Zeit schaffen kann oder sogar noch kürzer. Es hängt natürlich immer von jedem selber ab. Du machst dir Gedanken, Kontrolle über dein Leben. Alles spielt eine Rolle. Und dadurch kannst du es ruckzuck wiederherstellen. Sowieso. Und das ist wie gestern war ja der ganze Tag. Der Bauer hat noch, sagen wir, ein paar Minuten oder ein paar Stunden und dann ist es weg. Bei mir geht ja die Wiederherstellung schon ziemlich schnell. Aber es ist ja noch eine Entscheidung, Leute. Du hast Thema. Ja, ist nur eine Entscheidung. Der, jetzt ist er wieder da. Der, ey. Ich zeig's euch nur, ich lebe vor. Seht ihr, beim Beitrag war ich jetzt nicht so, der. Ja, es ist noch da, ein bisschen da, aber hey, Leute, es ist nur eine Entscheidung und das will ich euch zeigen. Es ist nur eine Entscheidung. Hört auf hier mal so, sondern macht das hier oder das da, der. Oder pfeift oder der. Und dann seid ihr wieder da. Ein bisschen aufrütteln, weißt? Ein bisschen lebendig hier, Dynamik. Dynamo. Dynamisch, sich dynamisch zeigen, Bewegung, Leute, fließen. Nicht so. Ja, ihr seht doch jetzt, der. Ich spiel's jetzt nicht vor, es ist natürlich ein Kampf wieder hier. Ihr müsst ja den Kampf gewinnen, in euch. Was willst du? Willst du dich super fühlen, dynamisch? Oder? Ja. Du, hey, wisst ihr? Der. Da will ich mich doch lieber so fühlen. Der. Ja. Lieber so fühlen, du. Ja gut, dann bin ich wieder da. Soweit. Mal schauen, ob ich es halten kann. Scheiße, Mann, ist schon wieder weg. Ja, man muss auf den Körper schon achten, Leute. Ich kann es zwar, weil er so gut mitmacht. Aber ich würde mich danach vielleicht dann auch hinlegen. Ja. Aber ich denke, das ist noch wichtig, das mache ich noch. Welches Thema? Joshua, welches Thema? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so nenne, aber es geht in Spiegelbilder wieder. Eltern und Kinder. Ja. So ein Einblick. Und was mir vielleicht heute Abend noch klar geworden ist. Ja. Mal schauen, ob ich es wiederholen kann. Ja, gut. Fange ich da an. Ich habe ja euch erzählt, ich bin ein Spiegelbild. Oder ich bin nur ein Spiegelbild. Und ich habe ja gesagt, ihr seid auch nur alle Spiegelbilder. Ihr seid alle Spiegelbilder. Ja. Einfach. Natürlich gibt es dann diese hohe Übereinstimmung, Resonanz, ja, im Seelenplan vorhanden. Und das ist dann, sagen wir noch extremer. Ja. Also geht die Weiterentwicklung in dem Sinne noch rapide, rasanter nach oben. Weil die Übereinstimmung im Plan ist so vorhanden, ist so ausgemacht oder irgendwie so, dass das dann so sein soll. Schon mal am Rande. Doch, zurück zum Spiegelbild. Ich denke, ich knüpfe gleich da an. Ja, das will ich nur sagen. Das klingt natürlich, ich habe ja mal gesagt, Ausreden sind. Ich bin ja auch gar nicht der Typ, der hier Ausreden hat, ne?
Ich habe ja gesagt, meine Rolle ist das Spiegelbild. Ja, meine Aufgabe ist ein Spiegelbild zu sein für euch, euch zu täuschen, um euch zu enttäuschen. Jetzt kann man sagen, ja, dann sagst du ja, tust du das ja als Ausrede herausfinden, rausnehmen, um zu sagen, dass du diese Sache machen darfst oder kannst, ohne jetzt dabei Konsequenzen zu ziehen. Das ist doch das, was ihr vielleicht schon erfasst habt oder so. Hey, warte mal, da sind es doch Ausreden. Er sagt, es ist seine Aufgabe, er tut es, um zu enttäuschen, um zu täuschen und zu enttäuschen. Ja, das ist keine Ausrede in dem Sinne. Nein. Ich spüre die Konsequenzen. Ich habe euch gesagt, sofort. Ja, sofort. Und jetzt gehe ich gleich nachher ein, was mir heute Abend klar geworden ist. Ich habe gesagt, ich transformiere das sehr, sehr schnell. Ich bin nicht davon weg. Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch Programme, ja, dieses Willen aufzwingen und diese Sachen. Weißt du, ich weiß, dass ich das nicht bin. Und bevor ich es verliere wieder, ich habe ja gesagt, es gibt nur einen Menschen in meiner Familie, wo das mit dem Spiegelbild sehr schwierig ist. Habe ja gesagt, 15 Jahre. Ja. 15 Jahre, Leute. Immer noch nicht die Hoffnung verloren. Niemals. Ich gebe nicht auf. Und ich kann es ja immer sofort transformieren. Ist immer so. Fühl mich dann, vielleicht dann kommt der Zweifel, weil ich das wieder annehme und so wieder locker lasse, sage ich mal so, nachgebe, ein bisschen gnädiger sein, den Samstag chillen. Und dann bin ich vielleicht für ein paar Stunden außer Gefecht. Ja, also ein paar Stunden habe ich mit mir wieder zu kämpfen. Und mir ist aufgefallen, sie wünscht mir, also ich meine, die in meiner Familie, wünscht mir, dass ich irgendwo ein Spiegelbild vorgehalten werde, wo ich richtig auf die Schnauze falle. Ja, okay, es ist halt immer die Frage, ob sie das in Kontrolle sagt oder nicht. Also, fraglich. Nee, ja, wie gesagt, das hat nichts mit Arroganz zu tun oder. Ich habe kein Thema, wenn mir jemand den Spiegel vorhält oder irgendwie Kritik sagt oder irgendwas zu mir sagt. Ja, in gewissen Momenten ist es dann so, ja, schon klar, ich bin ja auch nicht frei davon. Aber ihr müsst sehen, ich fürchte mich nicht. Ich will ja, dass mir jemand den Spiegel vorhält. Aber ich bin sehr grenzenlos und bin nicht begrenzt, deswegen kann ich das auch so schnell verarbeiten, transformieren. Ja. Jemand hat mir den Spiegel und ich lache darüber, wisst ihr. Ich freue mich darüber. Der, Alter, du hast geblickt, sage ich mir. Ey, du hast begriffen. Ja, Spiegel vorhat. Der! So soll es sein. So soll es sein, Mann. Haltet mir den Spiegel vor. Haltet vor mir euren, meinen Spiegel. Ja? Wie ich wirklich bin. Oder was für Programme oder irgendwas. Das wünsche ich euch. Damit ich auch der, 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 der. Ich sage ja, wir entwickeln uns gegenseitig, weil wir uns gegenseitig gewissermaßen spiegeln. Ja. Und es ist sehr lange her, dass ich mich wirklich down gefühlt habe. Das letzte Mal war, Alter, vielleicht das Liebeskummer war, glaube ich, das eine der Herzen, wo ich am längsten, ja, oder doch. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe euch ja erzählt, die 4 Tage, wo ich richtig wegen den Menschen, ja. Da habe ich gesehen, ey, das ist sehr lange her, dass jemand das so gebracht hat, geschafft hat. Ja, was heißt geschafft? Letztendlich habe ich mich ja selber runtergezogen, wisst ihr. Letztendlich ist immer, liegt es an einem selber, wisst ihr. Immer an einem selber. Aber dass jemand das bei mir geschafft habe, dass ich wieder mich runterziehe. Ja klar, im ersten Moment fühlt man sich scheiße, ich weiß schon. Doch, ich habe euch gesagt, nach jeder Errungenschaft werde ich stärker. Damn, geil! Alter, so lange habe ich das nicht, so lange habe ich mich schon nicht so scheiße gefühlt. Versteht ihr? So lange so.
Ich habe mich so lange nicht mehr so gefühlt, wisst ihr. Ja, ich sehe mich natürlich nicht danach, aber ich lache darüber. Sieht ihr, wie ich drauf bin? Also, du spinnt doch, what? Weil ich mich nicht fürchte. Ich habe gesagt, ich stelle mich der Herausforderung. Ich liebe die Herausforderung. Weil ich merke, wie stark ich werde. Ich merke, wie schnell ich es wieder transformieren kann, wieder den Schalter umdrehen kann. Wisst ihr? Der und diese 4 Tage. Der, das war so geil. Alter. Ich habe mich so scheiße gefühlt. Das war einfach nur der Hammer. Das ist so lange her, dass ich mich echt so scheiße gefühlt habe. Weil ich bin ja echt, sag mal, ziemlich, sagen wir mal so, echt eine Statue, ja. Ja, alles breit ab. Weil ich weiß, was ich über mich denke und ich lasse es nur zu, weil ich es in Kontrolle zulasse, ja. Was meine Aufgabe ist, Ausrede, ne? Weil ich halt den Spiegel vorhalte einfach, so einfach. Das tut jeder von euch. Man sieht da eigentlich die Aufgabe. Ja. Bloß ich tue euch täuschen, um zu enttäuschen. So einfach. Das kommt noch hinzu. Und ja, das hat noch niemand. Also, so lange. Ich sag ja, die Menschen, wo ich 15 Jahre hier. Gestern habe ich es ja nochmal getestet. Wisst ihr? Ja, ihr wisst bestimmt, von wem ich rede, aber schaut sie sich wieso nicht an. Weil sie nimmt ja alles immer persönlich und. Also redet nicht von meiner lieben Freundin, ja. Nein. Von meiner lieben Ma. Es ist ja gar nichts gegen sie, aber ja, nee, ist nichts. Und da falle ich noch ab und zu drauf ein, doch gestern habe ich gemerkt, ich sage euch, es ist sehr energieraubend, ja. Wenn da nichts läuft, mal keine Wechselbeziehung, gar nichts. Aber ich habe ständig die Kontrolle gehabt, wisst ihr. Echt ständig. Und ich musste aufpassen. Es ist super Training, wisst ihr. Echt super Training nach 15 Jahren, echt. Also, niemand kann den 15-jährigen Menschen da, wo ich da hier mit dir damit dauernd die Begrenzungen. Aber ja, es ist, die Begrenztheit ist so stark, Mann, ey. Wenn ich das auflösen kann, oder wir gemeinsam das auflösen kann, dann kann ich alles auflösen. Wisst ihr, wirklich alles. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ja, und das mit meiner lieben Freundin dann hier. Oh, ich habe mich so scheiße gefühlt. Alter. Alter. Ja, wisst ihr, warum das so gekommen ist? Aber sagt uns doch. Da kommt da auch Eltern und Kind hinzu. Einleitung, ja. Überleitung. Ich bin Spiegelbild. Ich nehme eigentlich im Grunde genommen den Menschen gegen mir. Also ich nehme den Spiegel an, was der Mensch mal war, in seiner Wahrnehmung, oder es noch nicht gelernt hat, noch nicht erkannt hat, zeige ich ihm den Spiegel. Also bin ich double, nehmen wir an, ich nehme mal einfach mal Johnny, ja. Ja. Den Johnny spiegele ich und ich bin nochmal, ich bin Johnny 2. Ja. Johnny 2. Und ich muss es natürlich in Kontrolle machen. Weil sonst wäre ich zum diesen Johnny 2, dabei bin ich Joshua. Wisst ihr? Versteht ihr, was ich meine? Man ist zwar ein Spiegelbild, ja, aber du musst die Kontrolle halten, zu wissen, wer du wirklich bist. Ja, das ist halt meine Rolle, meine Aufgabe, sagen wir mal so. Sonst wäre ich selber so. Sonst bin ich Johnny 2, wisst ihr? Dann bin ich nicht mehr Joshua. Das ist die Gefahr, wisst ihr? Echte Gefahr. Und ich habe ja gesagt, ich nehme die Konsequenzen genauso auf, weil ich ja diese Johnny 2 bin. Ich bin Johnny. Wir sind beides Johnnies. Aber er ist nicht der Joshua da. Er ist schon da, aber in Kontrolle. Er muss es halten. Sagen wir so, er muss die Kontrolle behalten. Sonst wird er zu diesem Johnny. Ja. Im Sinne von diese Sachen, die nicht der Liebe angehören, sagen wir so. Nicht der Liebe angehören. Ja, ich merke schon wieder, es geht wieder los, Alter. Ja. Und ich bin ja nicht davon frei und ich habe natürlich den Spiegel vorgehalten, meiner lieben Freundin. Ich bin ja natürlich nicht ganz frei. Ich bin ja dann
diese liebe Freundin. Gleichzeitig. Plus gleichzeitig wie auch Joshua. Plus das zu erkennen, das braucht viel Übung. Viel Kontrolle. Macht über seine Gedanken. Und dann, natürlich bin ich nicht ganz frei, ich kann es zwar schnell transformieren, aber da ist dann was übrig geblieben, wisst ihr? Da ist was übrig geblieben. Ich habe was angenommen oder was zugelassen. Und es war halt dann Selbstmitleid. Trennungsgedanken. Schuldgefühle. Ja. Das habe ich dann angenommen. Wobei ich sowas nicht habe. Außer ich lasse es zu. Oder es kommt von außen. Aber ich in mir hab sowas nicht. Weil es nicht in der Liebe ist, wisst ihr? So einfach. Deswegen, passt auf, wenn ihr den Spiegel vorhaltet, ja. Falls ihr das könnt. Meine liebe Mom, ja, versucht mir halt den Spiegel vorzuhalten. Sie äfft mich dann nach. Aber sie äfft mich nur nach. Sie macht das nicht im Willen, nicht in der Kontrolle, sondern in der Kontrolllosigkeit. Wisst ihr? Oh, jetzt redest du. Na, es ist ein Beispiel. Es ist hart, Leute. Wenn ihr versucht, mich nachzuäffen, dann kommt niemand voran. Niemand. Weil ich weiß, was ich über mich denke. Ich weiß, dass ich die Kontrolle habe, weitgehend. Ja, nicht immer, außer es hängt dann von mir ab. Ich behaupte es von mir. Ich weiß es. Ich kann das. Deswegen bitte mich nicht nachäffen. Ja, oder nachahmen. Meine eigenen Worte gegen mich zu nehmen. Ja klar, es ist doch ein Spiegel. Es ist dann reflektierst du dich wieder zurück. Wenn ich euer Spiegel bin, dann reflektiert ihr euer Spiegel wieder zurück. Also wollt ihr euch nicht wahrnehmen, euch selber sehen, erkennen. Das ist es eigentlich. Oh, wieso kannst du das so behaupten und sowas? Was ist dann? Weißt, ich will ja nur aufbauen. Ich will es auflösen. Wenn man nicht an einem Strang zieht, ja, zusammenzieht, hochzieht, ja, wieso sich da was weiterentwickeln und verändern? Wenn man meint, der andere will einem nur was Böses, ja, dann funktioniert das nicht. Das ist ja schwierig. Ja, und jetzt zu den Eltern und Kindern, wenn ihr das schon gemerkt habt. Wenn ihr gemerkt habt, dass die Eltern wollen ja, dass sie wie die, also, dass die Eltern wollen, dass die Kinder so werden wie die Eltern. Ja? Spiegelbild. Oder? Und wenn man zusammen lebt, ja, färbt es ab. Irgendwann färbt es ab. Der färbt irgendwas auf jeden Fall ab. Das kannst du nicht wirklich gänzlich verhindern. Weil du ja ständig mit dem Spiegel, mit dir selber, mit dem Spiegel oder mit den Menschen zu tun hast. Und irgendwann lässt es zu und dann bist du selber so. Und die Kinder spiegeln nichts. Die Kinder meistens spiegeln die Eltern. Zum Beispiel. Die Kinder spiegeln die Eltern, ohne es jetzt zu wissen. Ja. Halten den Spiegel vor sozusagen. Bloß die Eltern blicken das nicht. Die verstehen das nicht. Die meinen, das sind halt nur die Kinder, von denen kann man sowieso nichts lernen. Das sind kleine Pimpfe. Die haben so keine Ahnung, die sind ja nicht, die haben jetzt nicht 30, 40, 50 Jahre hier gelebt, die haben keine Ahnung. Die haben, denke ich, mehr Ahnung. Die Kinder haben mehr Ahnung als die Eltern selbst, weil die Eltern selbst sind noch Kinder. So sehe ich das. Echt Kinder. Weicheier. Echt mal. Heulen wegen jeden Scheiß rum. Alter mal. Ja, Wort. Nee, ja. Ja, und die Kinder spiegeln halt die Eltern. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ohne es zu wissen. Und dann kommt irgendein Moment, da werden sie selber so, wie die Eltern. Damn, Mischwort, das ist ja. Ja, für mich ist jetzt keine große Erkenntnis, weil jetzt wusste ich schon. Aber es geht ja speziell zu spiegeln. Ja. Ein gutes Beispiel. Meine kleine Schwester.
Also wenn du siehst, kleine Schwester, ja. Wieso sollt ihr nie über einen reden? Ich kann aber ich sag XY. Ja, ist so wurscht. Ja, liegt immer an einem selber. Und man kann über mich auch reden, hetzen oder was auch immer. Wisst ihr? Soll jeder das machen, was er will? Echt? Ja, zurückzukommen. Man spiegelt die Eltern, die Kinder spiegeln die Eltern. Und wenn die Eltern das immer noch nicht blicken, dann werden die Kinder irgendwann mal selber so. Werden wie die Eltern. In gewissem Maßen Ähnlichkeit. Programme halt eben. Trennungsprogramme. Was krieg? Ja. Weil die Eltern es nicht blicken, dass die Kinder sie spiegeln. Ja. Was ich meine, sind ja Kinder, eben Kinder. Ich bin ja erwachsen und weiß ja mehr als ein Kind. Ein bisschen Kinder näher zur Göttlichkeit, sagen wir so, im Freudezustand, im Moment, in der Wahrnehmung, als die Erwachsenen, ja, die selber noch Kinder sind und nicht aufgewacht sind. Und setzen Kinder auf die Welt, wenn sie noch nicht mal reif genug sind dafür. Ja, ist so. Ist mein. Sie muss nur hinsehen. Es geht letztendlich nur um Spiegel. Um die Weiterentwicklung. Aber wenn man das nicht checkt oder immer einen Widerstand hat oder es einfach nicht blickt, also ja, unwissend ist. Ja, es liegt an der Unwissenheit, schon klar. Doch. Wir leben halt alle in ihrer Traumwelt, wisst ihr. So. Job, Karriere, schlafen, essen, ein bisschen Vergnügen, Party, seine Ruhe mal haben, mal in den Urlaub zu fahren, ja. Vielleicht irgendeine Familie gründen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ne? Wo ist da die Weiterentwicklung, Freunde? Wo? Man lernt voneinander. Ist doch egal, ob Kind oder Erwachsener. Ja. Das ist Begrenztheit. Ich lerne von Kindern mehr, als denke ich von Erwachsenen. Das ist so korrekt, oder? Nee, man lernt genauso viel. Ja, man lernt genauso viel. Aber wie steht das Spiegeln? Ja, Joshua, aber wenn du spiegelst ja dann immer nur, ich spiegel die Trennung, sagen wir mal so. So lange, wie soll ich sagen, ich sage es so. Da bist du ja immer Spiel vorhalten, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Das heißt ja auch so, was du sendest, bekommst du auch. Wenn du dich selber erkannt hast, dich selber siehst. Und dir selber verzeihen kannst. Dir selber verzeihen kannst. Dich selber liebst. Wie du bist. Wer du wirklich bist. Dann spiegel ich das genauso. Wisst ihr? Wenn ihr sagt, ey, der find dich klasse. Der muss es super. Du bist grenzenlos. Du bist liebenswert. Was bekommt ihr wieder? Genau dasselbe. Weil ich erkenne, dass er mich erkannt hat und gleichzeitig sich erkannt hat, weil ich ein Spiegel bin, weil wir jeder von uns ein Spiegelbild ist. Weil wir uns erkannt haben, ja, in Liebe. Die Liebe erkannt haben, in sich, in den anderen, weil man ja gleichzeitig den anderen sind. Dann ist da eine Wechselbeziehung und dann, was kommt von mir? Ich bin froh, dass es dich gibt. Ja. Ich liebe dich. Ich finde super, dass du auch so grenzenlos denkst, dass du es erkannt hast, dass du es begriffen hast. Du bist ein super Typ. Und ich sehe, dass du in Freude bist. Genau das kommt. Und was klingt schöner,
Was klingt schöner für euch? Was harmonischer? Was klingt harmonischer für euch? Zu sagen, dass du in Trennung bist? Ey, bei dir laufen im Programm nur so Abhängigkeiten und dies und das. Oder sich selber zu erkennen und sich selber zu lieben und die Liebe zu sein, zu leben. Und sagen, ey, ich find's super, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Weil ich weiß, weil ich dich erkannt habe, dich in mich erkannt habe. Was hat mehr Power? Klar, es ist unangenehm, wenn man hört, ey, bei mir laufen Programme ab, dies und das und ich weiß, dass es unangenehm ist, Leute. Ich weiß das. Dass man nicht in sein Schneckenhaus, von sein Schneckenhaus sich raustraut. Es ist bequemlicher, einfacher, noch in der Box zu leben, näher in einen Traum zu wandeln, in eine Illusion. Ich weiß, dass es viel einfacher ist. Die Gewohnheiten, die Muster, immer wieder rückfällig zu werden, immer wieder in dieselbe Schiene zu laufen, immer wieder in die Vergangenheit, immer wieder das Alte, immer was schon ausgedrückt ist, was ausgelebt ist. Ich weiß, dass es viel einfacher ist. Ja. Aber ich kann mich damit nicht zufrieden geben, wisst ihr? Es ist langweilig. Da entwickle ich mich nicht. Fühle ich mich schwach, da gibt es keine Stärke. Wie soll ich mich da erobern? Wie soll ich Errungenschaften erlangen? Wisst ihr? Das geht gar nicht. Muss man mal anders sitzen? Ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr müsst euch nicht deswegen schlecht fühlen, weil ihr Programme habt oder irgendwie Trennungsgedanken oder sowas. Ich weise nur euch darauf hin. Ich weise nur auch euch darauf hin. Und wenn das nicht Liebe ist, darauf hinzuweisen. Also ich finde, das ist eine größere Liebe überhaupt. Eine sehr große Liebe. Zu sagen, hey, ich sehe da was, was nicht so zur Liebe gehört, ja. Sieh es mir mal an, erfass es mal. Du kannst natürlich, ich sage ja auch immer, alles im Raum stehen lassen, was ich sage. Ja. Letztendlich sage ich es nur zu mir selbst, was ich zu euch gebe. Nur zu mir selbst. Weil ich spiegle mich selber. Deswegen mache ich die Aufnahmen und so. Und vielleicht spiegelt es ja euch da, was ihr wirklich seid. Nicht weiter als die Liebe. Ja, und nochmal das mit den Händen hinweisen. Boah, du bist so ruhig auf einmal. Ja, ich bin klar, jetzt ist es klarer auf jeden Fall. Liebe. Weißt, Ehrlichkeit ist ja Liebe. Mut ist Liebe. Ja. Direkt zu sagen, ja, das ist Liebe. Darauf hinzuweisen, ist Liebe. Klar ist ja, man soll den Menschen so lassen, wie er ist. Dann habe ich irgendwie meine Aufgabe falsch verstanden, wenn ich so denken würde, wisst ihr? Den Menschen so zu lassen, wie er ist. Soll ich wirklich den, ich habe ja auch gesagt, wenn man ganz klar sagt, nee, ich will nichts, verpiss dich, Joshua, ja? Dann, hey, okay. Okay, passt. Stehe, dann höre ich auf. Aber wenn es nicht hier klar Sache ist, also in Kontrolle, mit Willen, steht ihr, mit Willen, dass mir sagt, damn, nein. Aber von den Programmen lasse ich mir nichts sagen. Wisst ihr, von den Trugbildern von euch lasse ich mir nichts sagen. Weil sie, die haben keine Power, die sind nicht in der Liebe, die sind in der Trennung. Das will ich euch nur so mitteilen. Aber es wird wieder länger, ich verzögere es noch ein bisschen, ich könnte ich jetzt schon aufhören. Ja, habt ihr es soweit verstanden mit den Spiegeln? Ich weiß, es ist hart und ich könnte jetzt sagen, ey, der ist so arrogant, der lässt sich nicht irgendwie was sagen und sowas. Was heißt ihr was sagen lassen? Mir was sagen lassen? Ich habe euch gesagt, ich beherzige das, was ihr zu mir sagt. Ja. Auch wenn es vielleicht ein Programm bei euch abspielt, ja.
Muss ich denn wirklich? Ja. Ich sage ja auch immer, ihr müsst mit eurem Leben klarkommen. Ihr müsst wissen, was ihr über euch selber denkt. Was die wahren Gedanken sind. Was in der Liebe ist. Wenn ihr das drauf habt, wenn ihr die Macht über eure Gedanken habt, über euer Leben und diesen scheiß Trennungsgedanken, diesen Trennungsbewusstsein endlich ablegen könnt, ey, dann, ja, wird ihr nur Liebe von mir bekommen. Ihr bekommt auch so meine Liebe. Ihr bekommt die ganze Zeit permanent Liebe. Aber ich jetzt sage, hey, da ist ein Trennungsgedanke, ein Hass und so, ja. Das ist Liebe. Oder wenn ich sage, ey, ich finde es super, dass du das erkannt hast, du es begriffen hast. Du bist ein super Typ, ja. Ich liebe dich oder sowas. In diesen beiden Ausdrucksformen ist Liebe drin. Liebe vorhanden. Ja. Bedingungslose, grenzenlose Liebe. Ja. Bloß das andere hat für euch unangenehmer und das andere ist für euch angenehmer. Ihr müsst halt einfach diese Unangenehmtheit, dieses Gefühl, sich schlecht zu fühlen oder sich schuldig zu fühlen oder sich entdeckt zu fühlen, einfach ablegen. Ja, es ist nicht einfach, ich weiß. Ich habe ja gesagt, diese 4 Tage, wo ich da, das war einfach klasse, wisst ihr. Weil es so bescheuert ist. Ihr müsst darüber schon wieder lachen. Habt ihr ja schon gesehen, ich muss es nicht nochmal ausdrücken. Es ist einfach schön, wisst ihr. Ich mag es. Weil ich bin einer, der wirklich eine Haltung hat, eine sehr starke Haltung. Ja. Mich, ja, große Worte, nee, verstehst du, was ich denke? Ich habe schon eine Echtheit. Ich lasse mich nicht von dem, was will er damit? Ja. Beweis dich erstmal, zeig mir erstmal deinen Willen. Ja. Zeig mir erstmal deinen Willen. Also ich habe einen sehr starken Willen. Sehr, sehr starken Willen. Ja. Der ist noch nicht ganz unzerstörbar, ja. Das ist nur eine Bearbeitung. Aber ich habe einen sehr starken Willen. Und darum geht's. Deswegen, meinen starken Willen zu brechen oder ein bisschen auf die Knie zu gehen, da gehört viel dazu bei mir. Ja. Sehr viel. Und deswegen finde ich es klasse, dass meine liebe Freundin das geschafft hat bei mir. Weil es ja so lange, es ist sehr, sehr lange her, dass es das bei mir passiert ist. Sehr, sehr lange. Und ich finde es schön. Da sehe ich, ey, der, da ist noch was, was ich noch transformieren muss, auflösen muss. Ja. Das zeigt mir nur, ey, da muss ich noch an mir arbeiten, da muss ich noch was verändern, da muss ich mich weiterentwickeln. Muss mein Willen noch stärker machen. Steht dir, wenn jemand mich darauf hinweist, ja, was recht leider selten der Fall ist, wisst ihr, weil ich ja mich selbst beobachte und mich selber wahrnehme und ich weiß, wer ich bin und versteht ihr. Deswegen brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendjemand anders. Ich habe ja mich. Aber es ist halt, wie gesagt, die Weiterentwicklung geht da, ich habe wie gesagt, rasanter, viel rasanter. Wenn man mir hier, Theo, tja, ich finde es halt klasse, wenn einer sagt, der, so, wow, der hat mich entdeckt, der hat mich erkannt, der, Alter, also der Programm, oder Trugbild, wow, ja okay, das war ich, muss halt die Überhand haben, das war ich, und dann, jo, Joshua, wow. Ey, danke, Mann, wie ist es noch gar nicht so bewusst gewesen, also, ey, also das war ich, sagt es dann. Weil mit den Trugbildern hier und die ganzen Feinde halt. So bin ich. Also wenn mir jemand sagt, der. Hey, what? What? Lass mich kurz erfassen. Dem Gedanken, Trennung, Liebe. Stimmt. Ich hab da Bullshit gelabert. Ey. Ey, ich habe mich verhalten wie ein Depp, Alter. Wie bescheuert war ich denn? Geil. Geil, da habe ich wieder was zu lernen, habe ich wieder. Bin wieder auf die Fresse gefallen, oder? Ja, manche sind härter, manche sind leichter, ja. Aber so bin ich. Ihr habt gesehen, ich freue mich, dass ich hier 4 Tage der total. So geil. Echt. Es ist schön, Leute, mal. Echt schön.
noch schöner ist, wenn man zusammenhält. Ja. Wenn man miteinander sich weiterentwickelt. Wenn da jetzt kein Pokal, kein Abstand, eine Trennung ist. Sondern wenn man miteinander redet und darüber lacht und es nicht den anderen böse nimmt oder unangenehm nimmt, weil er das dir gesagt hat, weil ich mache das letztendlich nur aus Liebe, Freunde. Ich mache das nur aus Liebe. Ja, ich bin nicht so 100% nicht vergessen. Und ihr solltet nur euch selber vertrauen. Aber ich denke, ihr solltet langsam wissen, was ich damit meine. Wenn ihr euch selber vertraut, dann vertraut ihr mich. Im Sinne von, dass ihr wisst, wer ihr seid. Ich meine, ich bin ja, ihr seid nicht zu 100% frei, ich bin auch nicht zu 100% frei. Es kann immer sein, dass ich hier plötzlich ein Programm, ja, sich einschleicht oder mich fremdsteuern lasse, wobei es ziemlich gering wird, immer geringer wird. Aber ich bin da nicht frei, ne? Und wie gesagt, ich habe euch gesagt, was meine Aufgabe ist, ja. Ich habe gesagt, dass ich ein Spiegelbild bin. Ich habe euch alles offengelegt, alles offenbart, was ich denke, was ich, wie ich handle, wie ich wahrnehme. Wieso sollte ich euch was vormachen? Ich habe gesagt, ich bin ein offenes Buch. Ich bin ein offenes Buch. Und ich bin hier frei, ich zeige alles, ich zeige alle meine Themen und dies und das. Und wenn ihr sagt, der, Joshua, der, ey, der, hier, da ist vielleicht irgendein Programm, was abläuft und dies und das, okay, gib mir eine Minute, ich erfasse mal schnell. Ja. Wow. Scheiße. Damn. Erwischt, Alter. Erwischt, damn. Geil. Wisst ihr? Dann sofort umschalten. Dazu mir. Ey, das gehört nicht zu mir. Damn, danke, Mann. Echt, danke. Ja. So kommen wir alle weiter. So, jetzt belasse ich, weil das Ding, das ist schon lange in die Länge gezogen worden. Und letztendlich ist mein wahrer, purer Gedanke wirklich, alles aus Liebe zu machen. In Liebe. Ja. Aber wie immer im Raum stehen lassen. Also dann, seid der Spiegelbild. Euer Sungshow.